Mohamed Mounir ist ein Star. Nicht nur in Ägypten. Wenn sein Wagen in Kairo im Halteverbot steht, bekommt er keinen Strafzettel, sondern die Bitte um ein Autogramm. Und wenn die Musik nachts in seiner Wohnung laut wird, dann beklagt sich auch der Minister nicht, der gegenüber wohnt. An diesem Sonntag sollte er zu einem Konzert in Washington sein. Anschließend stand New York und dann die Westküste auf dem Plan. Die Tournee wurde Ende September abgesagt. Aus naheliegenden Gründen, wie es hieß. Niemand könne für die Sicherheit von Arabern auf amerikanischen Straßen garantieren. Außerdem sei es ganz und gar nicht die richtige Zeit für öffentliche Konzerte. Nur deshalb ist Mounir am Sonntagabend in einem Studio in der Nähe der Pyramiden und nimmt eine neue CD auf. You prefer the